Und damit herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online hier bei Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind in Ausinium, haben in der letzten Folge ein paar Quests abgegeben, die wir im Vorfeld schon erledigt hatten in den Aufnahmen davor. Und in dieser Folge werden wir die Quest machen, die Durzog-Pfeife. Und damit sollen wir mit Feta Getrano reden. Und der ist hier irgendwo. Das machen wir jetzt auch. Sollen wir vielleicht mal Hotahü rufen, das haben wir ja auch nicht umsonst. Wenn wir unterwegs, sollten wir eigentlich an dem Reitlehrer vorbeikommen. Was haben wir denn hier? Ultimis tönen Fiedel aus dem Weihgrund des Finsteren in Glenubra zurück mit. Ja. Da bist du hier schon der Reitlehrer. Rein zu. So tratschen, müssen wir unser Geld bald auch mit Politik verdienen. Das sind wir nicht hier schon beim Reitlehrer? Was sagt die Karte? Nee, der ist links von uns. Wo denn hier? Ah, da. Dumoga. Wie soll ich unter solchen Bedingungen einen Stall führen? Clan Chatul hat mir noch nicht einmal die versprochenen Reittiere geschickt. Ich will mich mal umsehen und wir wollen skillen und wir wollen Geschwindigkeit, Ausdauer. Ich bin eher für die Ausdauer. Noch. So. Und wir sind außerhalb von Ausinium. Hier war irgendwas zum Pflücken. Habe ich das gerade richtig gesehen? Nein. Ich habe schon Paras. Wir könnten aber wieder unser Pferd nehmen, ne? Oder sind wir an dem jetzt schon vorbei? Ist der da oben? Was sagt die Karte? Ne, wir müssen dem Weg hier folgen. Ne, ne. War alles gut. Alles gut. Ja, es wird ja mittlerweile auch gemunkelt, dass Elder Scrolls 5 kommen soll. Es ist noch in keinster Weise von Bethesda irgendwas bestätigt worden, aber die Gerüchte verhärten sich immer mehr. Lassen wir uns mal überraschen. Ich meine, die alte Lady hat ja jetzt hier auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Nächstes Jahr sind es 4. Ich weiß nicht, ob sie das Spiel jetzt weiter mit DLCs aufrechterhalten wollen oder wirklich mal fette Erweiterungen bringen. Lass uns mal überraschen. Aber egal, was sie bringen, das wird wieder endgeil. Und da ist der gute Fedar schon. Ah, wenn das nicht mein werter Geschäftspartner ist. Ich rieche Profit, mein Freund. Und Hund. Aber größtenteils Profit. Habt ihr die Pfeife gefunden? Ja, haben wir. Wir müssen sie ja nur abgeben. Hervorragend. Ich kann es kaum erwarten, es an mir auszuprobieren. Wir werden reich sein. Habt ihr es ausprobiert? Und wie gut hat es funktioniert? Also jetzt kann man... Es ist nur eine normale Pfeife. Nikovala hat die Durzog mit Können und Geduld gezähmt. Oder ihn anlügen. Die Pfeife funktioniert einwandfrei. Ich glaube, in dem Fall sagen wir die Wahrheit. Ihr macht Witze, oder? Ich habe mein letztes Goldstück geopfert, um in diese dreifach verlassene Einöde zu kommen. Pah! Pocken für diese Orks und ihre blöden Bestien. Ich schätze, ihr habt euren Teil, so wie es aussieht. Ich schätze, ich muss mir wohl erstmal eine neue Gelegenheit suchen. Dann bedanken wir uns fürs Geld. Und... schauen wir mal auf der Karte, was wir jetzt als nächstes in Angriff nehmen. Also hier haben wir jetzt erstmal nichts zu tun. Wir haben uns bis hier unten schon vorgearbeitet gehabt. Ich würde sagen, ich porte mich jetzt vor zur großen Bucht. Weil hier den nördlichen Bereich möchte. Ich würde gerne erstmal das hier im Süden alles fertig machen. Und dann können wir den Norden erobern und erkunden. Bevor wir jetzt oben und unten rumdösen. Das hier ist also ich porte mich da jetzt hin und so porten wir uns nicht hin. So funktioniert das nicht, Explorer. Du musst schon Linksklick machen, bestätigen. Und die Khaleesi, die heimlich still und leise da mitspielt, die wird sich dann nachporten, wenn wir da angekommen sind. So. Ihr könnt in ganz Tamriel alte Bücher, Notizen und Tagebücher finden. Einige erzählen euch interessante Geschichten, andere, ja.
Dafür gibt es schöne Mods, die uns da weiterhelfen, die aber leider für Osinium irgendwie nicht funktionieren. Also das heißt, wir haben die Himmelsscherben nicht auf dem Schirm, wir haben die Bücher nicht auf dem Schirm. Müssen wir mal schauen. So, wir haben, was haben wir denn hier? Reißzerbruchfestung, das ist da oben. Und hier haben wir einen Dungeon und einen Questgeber. Dann würde ich sagen, machen wir in der Folge jetzt Dungeon und Quest. Was bist du denn da? Ein Troll oder ein Werwolf? Troll, ne? Da müsste doch Elite sein, oder? Ja. Hau mal vom Latz. Ja. Flups, flups. Eine dezente Rolle. Autsch. Eben dezent die Waffe wechseln, ein bisschen heilen. Noch einmal bitte, Kollege, vielen Dank. Waffe wechseln und... Oh, ich habe kein Mana. Doch, wir hätten vorher essen sollen. Da liegt er am Teil. Galle und Innereien, das ist doch eklig. Das will doch keiner. Wir schauen uns mal eben hier um. Das mache ich bei dem Spiel eigentlich am liebsten, weil das lohnt sich eigentlich immer. Irgendwas finden wir ja. Wenn es nur ein Nirnwurz ist. Ich weiß gar nicht, wann ich die letzten Berufe-Queste gemacht habe. Das ist nicht gut. Da muss ich mich auch mal ein bisschen hinterklemmen, weil nützt nichts mehr, wenn wir Level 50 sind und Berufe noch Level 10 haben. Explorer, da muss ich mir mal echt selber die Nase langziehen und die Ohren auch. Ihr seid ja freundlich, ne? Aber hier scheint soweit nichts zu sein. Ich sehe auch keine Kiste. Vielleicht auf den Schiffen hier. Da hinten eventuell. Aber sollen wir da jetzt hinschwimmen und dann ist da nichts? Aber die haben die Schiffe bestimmt nicht hier umsonst hingeklatscht. Komm, wir gucken mal. Wenn wir da hinschwimmen können, machen wir das jetzt einfach mal. Soll keiner sagen, wir hätten es nicht versucht. Jetzt kommt hier so ein riesen Kraken und zieht mich unter Wasser und ich bin tot. Da könnte was sein. So aus, als wenn man in das Schiff reinkommt da. Oder aufs Schiff drauf. Aber leider. Hier ist schon mal nix. Dann gehen wir aufs nächste. Schon toll gemacht. Also gefällt mir echt gut. Und wir werden... Wieso kriegen wir Schaden? Was greift uns da an? Was hat uns getötet? Abgeschlachtet. Piranhas. Seit wann gibt's denn hier Piranhas? Böser Piranha, Mensch. Gut, dann haben wir wieder was dazugelernt. In Elder Scrolls gibt's Piranhas. Wie bei Ark und wie bei Dark and Light auch. Piranhas sind wie Spinnen in jedem MMO vertreten. So, unser Questgeber. Keine Menge an Gold ist euer Leben wert. Und jetzt setzt euch erst einmal hin und ruht euch aus, ihr Holzkopf. Ihr sitzt doch schon. Keine Sorge, mein Partner kommt schon wieder in Ordnung. Er hat sich nur den Fuß verstaucht, als wir aus dieser verfluchten Ruine rannten. Morgen wird Bardun sein gekränkter Stolz mehr schmerzen als diese kleine Verletzung. Sein Stolz und unser leerer Goldbeutel. Wir hätten merken sollen, dass dieser Auftrag viel zu einfach klang. Was für ein Auftrag? Wir wurden geschickt, um Corozo zu finden, der in dieser Ruine sein soll. Seine Mutter hat uns angeheuert. Sie meinte, wir müssten ihren Sohn retten. Irgendwie war sie aber seltsam. Fast so, als würde sie uns etwas vorenthalten. Doch sie hat uns ausreichend Gold geboten, dass wir nicht weiter nachgefragt haben. Vielleicht kann ich helfen? Sicher. Gewissermaßen eine Art Untervertrag. Natürlich für einen Teil des Goldes. Vielleicht habt ihr da drin ja mehr Glück als wir. Zumindest werdet ihr euch nicht mit so vielen Skeletten herumschlagen müssen. Ich werde mich nach Korsorot umsehen. Aber seid bloß vorsichtig da drin. Diese Ruinen können gefährlich sein. Selbst wenn man so erfahren ist wie Bardun da drüben.
Ich brauche mehr Informationen, bevor ich mich in die Ruinen aufmache. Fragen stellen und sich mit der Lage vertraut machen, das gefällt mir. Zeigt, dass ihr ebenso versiert und engagiert seid wie wir. Und schlau noch dazu. Nur zu, stellt eure Fragen. Je schneller wir das hier erledigen, desto früher werden wir alle bezahlt. Gut, dann fangen wir mal an. Was ist das für ein Ort? Die Einheimischen nennen es Tukosos Heiligtum. Man erzählt sich da irgend so eine Guarspucke über einen Ork, der hier schon seit Jahrhunderten lebt. Kein Lich oder Vampir oder sowas in der Art, wisst ihr. Nur ein ganz gewöhnlicher, unsterblicher, auf immer und ewig lebender Ork. Hat man denn jemals solchen Unsinn gehört? Wer seid ihr und wie wurdet ihr in die ganze Sache verstrickt? Wir sind nur Meram und Badun, ein Liebespaar, oh. Geschäftspartner und die besten Kopfgeldjäger westlich von Morrowind. Wir kamen nach Vrodgar und eröffneten unser Geschäft. Kurz darauf hatten wir auch schon unseren ersten zahlenden Kunden, wenn Badun sich nur nicht den verdammten Knöchel verletzt hätte. Was ist so wichtig an einem Ork namens Khosroth? Nichts Besonderes, soweit ich das beurteilen kann. Abgesehen von dem Gold, das seine Mutter uns bezahlt, um ihn zu finden und nach Hause zurückzubringen. Wenn ich so darüber nachdenke, macht ihn das meiner Meinung nach doppelt zu etwas Besonderem. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde gerne bezahlt. Okay, dann werden wir für die gute Stimme reinsehen. So, Khaleesi sucht uns. Kommen wir gleich zum Schrein. Okay, ich bin beim Schrein. Der Wegschrein der großen Bucht. Hier sind wir. Andere Seite. Ich gehe mal hoch. Kuckuck. Hinter dir, vor dir. So, ich habe die Quest jetzt schon mal vor dem Verlies angenommen. Das muss die Khaleesi natürlich jetzt auch noch machen, weil sonst bringt das alles nichts. Dann würde ich sagen, marschieren wir da mal rein. Aber diesmal werde ich, glaube ich, mal was essen. Wir haben wieder was gesponsert bekommen. Nehmen wir denn hier? Ich glaube, das kann man langsam mal als Trödel markieren. Apfelbackfisch Stufe 15. Ich habe so viel Essen. Wow. Bananenüberraschung Stufe 1. Ich glaube, kann weg. Hier haben wir noch. Herzhafte Dämmersuppe. Die nehmen wir mal. Ein Süppchen, so ein Eintopf zwischendurch, das schadet nie, das hat die Oma früher schon gesagt. Gut. Gehen wir mal rein und kloppen. Tukodot, mein Gott. Heiligtum entdeckt. Oh. Der Guteste scheint doch etwas größer und abgemagert zu sein. Dieser Komplex wurde eindeutig von den Aliaiden, dem Wildelfen Cyrodiils, errichtet. Nach Alessias Sklavenaufstand flohen einige von ihnen nach Nordwesten. Aber ganz gleich, welche Gruppe diese Halle errichteten. Ja. Durfte ich nicht zu Ende lesen. Ich war nicht schnell genug. So, vielleicht kriegen wir ja mal einen neuen Blitzstab. Wäre ja schön. Irgendwie kriegen wir in der letzten Zeit keine Waffen mehr. Dafür finden wir jetzt wieder massig neue Bücherregale, was natürlich dann auch sehr gut ist. Drüben haben wir, da sind die Toten. So, lass mal lunchen. Was sagt die Karte? Wir können rechts rum, wir können geradeaus. Schwierige Frage. Ich würde sagen, wir gehen mal hier rum. Noch mehr Bücherregale. Nice. Was denn? Bleib da, wo der hergekommen ist, so. Oh, habe ich mich erschreckt. Dabei war es nur der Teddybär. Sehr imposant. Kann man da oben das auch lesen? Ja, ne? Oder? Probier es einfach mal, auch wenn es nicht klappt. Wenn wir das alles vorlesen würden, du... da wäre das Let's Play 1000 Folgen mindestens. Mindestens 1000 Folgen. Wir kriegen ja keine Skillpunkte, das macht mir Sorgen.
passiert ja gar nichts. Magiergilde nicht, Kriegergilde nicht. Berufe nicht. So, was ist denn hier mit dem Altar? Der leuchtet. Fleischfliegen. Ein leerer Sack mit Honig. Kein Buch. Da müssen wir aber aufpassen. Hier ist bestimmt auch eine Himmelsscherbe in dem Knast hier unten. Soll die auf keinen Fall übersehen. Ja. Spiel. Das ist jetzt unser 20. Bücherregal. Es passiert nichts. Fleischfliegen. Noch mehr Bücherregale. Hier unten liegt ein Buch am Boden. Hier ist ein Skelett gespawnt. Die sind ja jetzt nicht so die Herausforderung. Machen wir ein bisschen Fässerlein. Sich zumindest ansatzweise lohnt. Wer bist du? Ein Arkanist. So, wir sind jetzt hier. Jetzt sollen wir nochmal auf die Karte lunchen. Ich glaube, wir sollten diesen Weg hier einschlagen, oder? Oder sollten wir links rumgehen und dann kommen wir durch... Ja, dann machen wir das. Wir gehen... Ist das hier links? Ich muss jetzt nochmal kurz die Karte gucken und dann... Ja, hier ist richtig. Dann gehen wir nämlich den äußeren Ring durch und dann werden wir auf die Mitte zurückkommen. Ich denke, das ist am sinnigsten. Ich habe bei der Maustaste gedrückt. Exakt. Haben wir hier noch irgendwo zum Looten? Ne, hier waren wir. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier auch einen Cut. Wir sind bei fast 18 Minuten und haben ja noch nicht mal ansatzweise das Verlies durch. Dann können wir das schön in die nächste Folge packen. Ich danke dir da draußen fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.